Habe die Ehre, servus, grüßt euch. Herzlich willkommen zum weiteren Lost Place Abenteuer. Wieder mit am Start das Engelchen. Hallo. Wir haben heute eine seltsame Siedlung entdeckt und was es hier zu sehen gibt, seht ihr wie immer jetzt und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ursprünglicherweise haben wir ja hier angefangen, da unten steht ein verlassenes Haus. Das war mal irgendeine Firma, die bis sich da hinten erstreckt. Hier an der Seite ist ein neues Wohnhaus. Da hinten sieht man auch ein altes Haus und wir gehen jetzt quasi einmal hier um das Ganze drumherum. Denn hier stehen ungefähr 10, 15 Häuser, die verlassen sind, teilweise renoviert werden und teilweise auch ihrem Schicksal überlassen werden. Und wir gehen jetzt die gleiche Runde nochmal, weil wir sind nämlich vorhin schon mal hier durchgegangen, wollten uns das Ganze anschauen und wir waren so fasziniert von dem Ganzen, dass wir gesagt haben, da machen wir jetzt ein Video draus und zeigen euch das. Und fangen auch direkt hier an der Hauptstraße an. Hier an der Hauptstraße entlang steht ja hier vorne gleich das eine Haus. Und hier, wenn man steht, riecht man richtig diesen Lost Place Geruch. Da kommt genau hier so ein Luftzug, man riecht richtig nass, vermodert, muffelig, ja. Brutal, richtig kreislig. Aber leider in diese Höhe, ja, der Wind, wenn hier rüber pfeift, brutal ist. Hier ist das Haus, allerdings ist da auch kein Reinkommen, alles zu. Aber es geht jetzt in diesem Video eigentlich nicht darum, um die Gebäude, wie sie drin ausschauen, sondern die Massen an Häusern, die hier stehen. Und es sind keine kleinen Häuser. Wer mich auf Instagram verfolgt, der weiß, der hat es in der Insta-Story gesehen. Wer mich noch nicht auf Instagram verfolgt, unten in der Videobeschreibung, Engelchen und mein Link. Und ja, wir waren halt extrem faszinierend und haben gesagt, da machen wir jetzt ein Video draus. Hier, wie ihr auch gerade gesehen, hier hängt an jeder Tür hängt so ein blau-weißes Wappenschild, bayerischer Werkschutz. Also werden die Häuser auch geschützt. Deswegen werden wir auch gar nicht versuchen, ob wir reinkommen, weil wahrscheinlich überall Kameras sind. Die Leute, die hier rumlaufen und mit der Kamera hier gehen sehen, die schauen mich eh ganz doof an. Aber das ist mir vollkommen wurscht. Engelchen hat hier. Pläne hängen da an der Wand. Das wird man aber nicht sehen, oder? Nee, das ist alles leider zu dunkel. Mhm. Auf jeden Fall da an der Wand hängen irgendwo Pläne. Genau, das Engelchen winkt. Hier haben wir gerade gesehen, da liegt eine Leiter am Boden. Und da macht das Engelchen gerade sauber. Das ist halt von außen reinfilmen. Mhm. Auf jeden Fall geht es da auch in den Keller runter. Mhm. Das heißt, dieses Haus hier hätte sogar einen Keller. Was auch immer das mal war. Ist kein Keller? Nein, geht nur einen halben Meter runter in. Keine Ahnung wo. Also geht nur einen halben Meter runter. Also, ja. Ist einfach ein bisschen abgesenkt für den Eingang. Wahrscheinlich sogar die Tür auf, oder? Nee. Ach, hier ist nochmal eine Eingangstür. Und hier sieht man nochmal schön das komplette Gelände hier. Überall stehen so Häuser. Eingerüstet, teilweise mit einem neuen Dach. Dann steht wieder eins komplett alt verlassen. Und wir gehen jetzt hier nochmal in die Siedlung hinter, weil hier, keine Ahnung, wird ein achtteiliges Video. Ich habe keinen Plan, was ich davon hernehme, was ich rausschneide, weil hier ist so viel zum Sehen. Durch den bayerischen Werkschutz, der hier das Ganze bewachen wird, kommen wir halt nirgendwo rein und gehen auch nirgendwo rein, weil ich will nicht eine Anzeige kriegen, weil das ist alles abgesperrt und es wäre dann Einbruch und ihr wisst ja, Hausfriedensbruch und Einbruch sind zwei Paar Schuhe. Einbruch ist dann doch ein bisschen zu teuer. Oh, schau mal, die Bänke sind alle neu. Also die sind noch nicht alt. Nee, das ist alles. Die sind neu. Das Untergestell ist auch, okay, vielleicht neu lackiert, Mülleimer ist neu. Mhm. Das ist uns auch aufgefallen, die ganzen Wege, die hier sind, die sind alle neu hergerichtet. Mhm. Und die Außenanlagen hier, die werden auch alle gepflegt. Da ist ein Baum umgefallen, den haben sie schon wieder weggemacht. Genauso wie da vorne. Alles schön hergerichtet. Ja, und die Häuser, die stehen halt hier. Oh, da wird gerade eins hergerichtet. Da sind die ganzen alten Fenster rausgerissen. Mhm. Da steht auch hier der Baukran.
Und so wie das ausschaut hier, schaut das hier alles aus. Da hinten ist sogar eine Kirche. Mhm. Hab da gerade eine Kirche entdeckt. Mhm. Wo ich gerade im Hintergrund eine Kirche höre. Ich glaube, das ist der Schall, oder? Nee. Nicht? Glaube ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall kam von da hinten Kirchenglocken. Ja. Und da vorne habe ich so durch die Bäume schimmern sehen, dass da eine Kirche steht. Und da schauen wir jetzt mal hin. Hier ist das Haus, was hergerichtet wird. Und Engelscher sagt gerade, hier riecht es wieder richtig nach Mufflig, moderig, nassem Haus. Mhm. Also keine Ahnung, wer hier einziehen will. Aber hier sieht man auf jeden Fall, ist oben sind die Fenster zugemacht worden. Hier ist komplett, sind die Fenster rausgerissen worden, das wird neu gemacht. Hier hat einer sein Schlafzimmer entsorgt. Oder vielleicht ist er sogar da raus. Was ich mir jetzt nicht vorstellen kann. Ich denke mal einfach, dass hier einer gekommen ist und sie dachte, oh, cool, hier wird renoviert. Hier entsorge ich einfach mal mein Schlafzimmer. So, die Kirche ist eingezäunt, komplett mit einem Bauzaun rundherum. Wäre interessant zu wissen, ob die Kirche noch, wie sagt man, entweiht wurde oder ob sie noch geweiht ist. Keine Ahnung. Behindertenparkplatz? Ja, schon klar, wie das ist. Kommst du mit dem Auto nicht drüber? Nee. Da ist ein Behindertenparkplatz und hier ist eine Bordsteinkante. Bordsteinkante, ja, Trottoir ist mir nur eingefallen. Trottoir, genau, ja. Das ist dem anderen, da gibt es einen Witz über den Trottoir. Ja? Ja, den kann ich jetzt aber auf YouTube nicht bringen. Okay. Ich bin noch ganz dringend von der anderen. Oh, da könnte man. Also da ist zu, weil es doppelt verglast ist, aber man kann reingucken. Genau, da haben sie die Fensterscheibe oder die Scheibe von der Tür eingeschlagen. Hier sieht man auch, dass da Klingeln sind. Hier war sogar. Ah! Isar Amper Klinik. Das war ein Klinikum. Okay. Aha. Also Leute, kommt es nicht auf die Idee, in die Isar Amper zu gehen, weil. Das ist definitiv nicht Lost und es gibt seinen Eigentümer. Da hängt eine Kamera zwar auf 7:30, aber da oben sind auch Spiegel. So hat man früher geschaut, wer vor der Tür steht. Ah, oh, okay, cool. Alles voll mit Gitter. Also wenn es ein Klinikum war, warum jetzt hier überall die Fenster vergittert sind, vielleicht lagen hier Leute, die nicht raus durften, weil sie, keine Ahnung, psychisch gestört sind. Du bleibst da. Hier hat man von. Ups! Oh, Vorsicht, Stufe. Luftloch. Hier hat man die Scheibe eingeschlagen. Ein ESG, ein Scheibensicherheitsglas. Und da hinten ist nochmal eine ESG. Die ist ganz geblieben. Absperrkette einhängen, Unfallgefahr. Ja, dass man hier nicht runterfällt. Schraube. Eine Schraube. Oh, Torx, schön. Edelstahl. Nee, verzinkt. Schön, so geht die Sonne weg. Hier drüben ist die Kirche, die allerdings komplett eingezäunt ist. Ja, aber da vorne kommen wir noch rein. Ah, da vorne wäre sogar noch. Ja, dann schauen wir mal, ob wir aufs Gelände von der Kirche kommen. Also war das ein Klinikum. Da war das alles irgendwie Klinikum, teilweise Kindergarten. Wir haben auch so Kinderzeichnungen Schule, gesehen oder vielleicht sogar eine Schule. Aber alles ewig alt und wird jetzt peu à peu her. Ich glaube, ich wiederhole mich, gell? Ja, und vor allem, du musst ja hier, brauchst ja hier ein Auto, dass du hier fahren kannst. So ein einer mit einer Kamera. Servus. Da drin geht einer mit dem Hund und der Kamera. Ah, zu der Kirche, das ist ein ganz offizieller Eingang. Also keine Kirche mehr. Ein kleines Theater. Wir sind übrigens in Haar. H-A-R. Mit zwei A. So. Aber ich denke mal, ist zu. Weil hier wahrscheinlich nicht jeder reingehen darf, einfach so. Die ist schon seit ein paar Jahren zu. Ich glaube, wir haben jetzt jemanden gefunden, der sich auskennt hier. Immer auf den Esel. Nicht den neuen Besitzer, sondern den Pastor, wie nennt man das? Pfarrer, Pastor? Ja, Pfarrer, ja, genau gesprochen. Der stand hier.
Kommt jetzt rein in Was machen die generell hier? Das war alles mal ein Klinikum, oder? Ich weiß, ich wohne seit 10 Jahren vorne im Chef, ganz kurz, im Chefgebäude von Herrn Schulz. Der Chef war über die Klinikum. Ah, okay. Mit dem Wald. Das ist ein cooles Haus, was wir haben jetzt. Ganz allein, riesengroß, die Villa, die weiße da vorne. Ah, okay. Also hinter dem Haus, die große hinter der Pizzeria. Hausmeister, der seit 40 Jahren Hausmeister ist hier. Also der kommt einmal sonntags immer, das ist ein Polizeioberkommissar. Der guckt sich alles an, ob alles abgeschlossen ist und zu ist. Mhm. Ja, wir haben gesehen, jetzt überall hängt ein Schild, dass der Bayerische Wachschutz da ist. Und ja, und nun, mit dem habe ich gesprochen. Mit dem bin ich gewesen in der Klinik hier, in dem weißen Block. Einmal von vorne bin ich durchgegangen, durch den Keller bis hinten. Oh, okay. Eine Stunde haben wir gebraucht. Der hat mir da Sachen gezeigt, also da stehen die Haare zu Berge. Wie die früher behandelt wurden, die psychisch Kranken, die wurden dort, zu Hitlers Zeit noch, die wurden dort angekettet. Und Bolzen aus der Wand raus, da wurden die festgekettet, so 2 Meter Abstand, teils bis sie tot waren. Wenn nicht, egal, dann wurden sie rumgefahren, dann eine Schiene hinbegraben. Bloß jetzt wird alles umgeworden, ne? Mhm. Unbezahlbar. Ja. Die Neubauten, die es da gebaut haben, neben unserem Haus, 3 Zimmer, 2-1 kalt. Boah. Das ist Platte, das ist Plattenbau, außen nett verziegelt, ich habe es von Anfang an gesehen. Also 2-1 kalt, 1800 haben es angefangen. Jetzt sind wir bei 2-1 kalt, schätzen wir in 3 Jahren, teils 2-4. Was kostet dann da eine 6-Zimmer-Wohnung? Ja, 6 Zimmer hast du nur oben im Dachding. Also schätzen wir 3000. Ja, also wie gesagt, da kannst du ein Haus kaufen. Okay. Ja. Du kannst ein Haus auf. Ja, wie gesagt, und ich bin mal gespannt, dass wir uns ja alles Wohnungen machen. Mhm. Bis 30 wollen fertig sein. Ich arbeite, ich kenne mit der OBH, bin ich zusammen, mit der Oberheimstätte. Aha. Bis 30 wollen fertig sein. Na, ich glaube nicht. Also quasi in 8 Jahren, das könnte ein bisschen eng werden, ne? Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Ja, danke. Ein ganz interessantes Gespräch jetzt gewesen. Ich habe die Kamera jetzt einfach mal laufen lassen, mal schauen, was ich davon mitnehmen kann. Aber es ist tatsächlich ein altes Klinikum, es wird überwacht, habt ihr ja gehört. Geht jeden Tag der Wachschutz mehrmals durch und schaut, dass alles zu ist. Weil es hier natürlich den Eigentümer gibt, der das Ding wirklich komplett bis 2030 alles nochmal herrichten möchte, dass hier Wohnungen drin sind. Eine 3-Zimmer-Wohnung, nee, eine 2-Zimmer-Wohnung für 2000 kalt. Da miete ich mir am Landrasen irgendwo ein Haus. Ja. Aber es ist schön hier, hörst du die Vögel zwitschern? Ja, das hat schon was, ja. Ja, da steht ein alter Öltank. Und das war alles ein Klinikum. Jetzt weiß ich ja, warum da überall die Gitter sind. Hier kommen die hin, die nicht mehr alle Tassen im Schrank haben. Psychisch nicht mehr auf der besten Welle reiten, ja. Ja, hier entsorgt sogar jemand seinen Müll. Es wäre natürlich echt mega interessant, wenn man rein könnte. Aber naja, so haben wir eine schöne Geschichte, wie die Sache von außen anschaut. Und ihr werdet es nicht glauben, aber es ist faszinierend. Die zwei da, die laufen dann schon eine halbe Stunde hinterher. Die gehen halt ein bisschen spazieren und schauen sich es an. Die gehen spazieren, schauen sich es an und sehen uns an jeder Ecke, wie ich mit der Kamera rumlaufe. Hier kann man vielleicht sogar reinschauen. Aber wird man auch nicht sehen, ist natürlich alles ausgeräumt. Ja, Haupteingang vom Klinikum. Was steht da auf dem Schild? Oder einer. Keine Ahnung, kann ich lesen. So, also. Daniel, ich habe es von da hinten schon lesen können, was da steht. Okay. Was steht da? Da steht ein Schild. Sieht man doch. München. 1860. Echt jetzt? Ja, München. Ah ja, aber kein 1860, nur. Nein, München. Aber nur München. Das 1860 war ja nur ein kleiner Hinweis. Ach so. Kleiner Eingang. Mhm. Ah, hier ist die Tür. Die haben sie wahrscheinlich mal eingetreten, deswegen haben sie das hingeschraubt. Vielleicht hat man hier sitzen können im Sommer. Ja. Ein Tisch für die Irren mit 2 Stühlen. Die waren dann in ihrer Weste so gesessen. Hier draußen an der Straße, dass jeder sieht. Ich glaube jetzt eher nicht. Aber wer weiß.
was hier so abgespielt worden ist. Der eine Herr, der vorhin bei uns war, der hat ja ein bisschen Horrorgeschichten erzählt. Man hat aber auch gemerkt, dass er unter die ganze Geschichte ein bisschen gelitten hat. Ja, Wahnsinn. Ich hab ewig weiter bis dahinter und noch weiter. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich schaue mir das jetzt mal schnell auf Google Maps an, wo wir jetzt sind. Und dann sage ich euch, ob wir weitermachen oder ob wir an der Stelle aufhören. Weil, keine Ahnung, was ich hier noch alles zeigen soll. Es ist unglaublich. Mhm. Ein Riesenareal. Ja, Freunde, ich würde es aber trotzdem an der Stelle sagen, weil das Gelände ist riesig. Das ist alles nochmal so, wie die Häuser hier sind. Sind es, glaube ich, dann 5 Stück in einer Reihe und 4 Reihen sind es oder 5 Reihen, keine Ahnung, um die 20 Häuser, was hier stehen. Aber an der Stelle beenden wir dieses Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr mir das zeigen, indem das einen Daumen nach oben gibt. Kanal abonnieren, falls ihr nicht macht. Und Englischland sagt ciao. Ciao. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, euer Dirk.